Fränkel frotzelt. Heute. Let's Play. Forza Motorsport 5. Der Rennsimulator. Tag in Asenbären! Ja, vor lauter Gerede habe ich jetzt hier gerade wieder zu spät gebremst. Ein toller Start hier ins Rennen. Watt. Ja, jetzt muss ich das alles wieder aufholen. Zwölfter bin ich. Muss ich mich wieder ranarbeiten. Ich habe in der Folge zuvor die Bremshilfe... Oh, du Arschloch! Endlich komplett ausgestellt, so wie das... Ja, und jetzt habe ich dann auch die KI-Schwierigkeit, die Driver-Tar-Schwierigkeit nochmal ein bisschen erhöht. Und jetzt hänge ich hier auf Rang 12 und muss ganz schön kämpfen, dass ich hier unter die ersten 10 komme, oder was? Naja gut, aber das ist jetzt endlich mal ein bisschen mehr Herausforderung, ne? Und mein Camaro hier, den schleudert es ganz schön rum. So, das war sehr geschickt, Herr Fränkel, weil ich die Kollegen hier jetzt als Bremshilfe missbraucht habe. Ich muss mich wirklich mehr konzentrieren auf die Bremserei. Das habe ich noch nicht drin. Zehnter, das ist nix, ne? Also, wie immer, das Ziel ist, Dritter zu werden. Damit es Gold gibt als Auszeichnung. Das war ganz schön abgekürzt, Herr Fränkel. Ob das so rechtens ist? So, wir sind in der zweiten Runde. Ich hänge immer noch hinten nach. Das ist nicht schön. So, rum um die Kurve. Geschwindigkeitsüberschuss mitnehmen. Und dann vielleicht an dem Typen da vorbei. Das ist jetzt noch nicht ganz geglückt. Aber jetzt, komm. Jawohl. Jawohl. Scheiße, Mann, ey. Ein Gedränge. So, das war gut. Das war gut. Und da vorne kommt dann die Mörder-Killer-Kurve. Weg da, komm! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin dran noch an Rang 3. Ich kann das noch packen. Muss ich allerdings jetzt hier in der nächsten Kurve 2 überholen. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber ich versuch's. Ah nein, geht noch ein bisschen weiter. Das heißt, ich habe vielleicht noch 2, 3 Kurven. Perfekter Windschatten, sagt er. So, jetzt gilt's. Scheiße, jetzt habe ich's verbockt. Jetzt habe ich es aber total verbockt. Das war jetzt zu optimistisch. Jetzt werde ich hier überholt und überholt und überholt. Was geht denn ab hier? Ihr blöden Pisser. So, jetzt. Das war gut, das war gut. Den haben wir komplett abgehängt. Ja, der ist, glaube ich, noch vor die Wand gefahren. Fünfter, das ist nicht schlecht. Ich bin da eigentlich schon einigermaßen zufrieden, aber ihr wisst, was zählt, ist Rang 3. Komm! Hui! Sehr schön. Ich liebe es. Ja, das war gut, das war schön, das war fein, das war eine lustige Tour hier. Komm, das fahren wir jetzt noch ins Ziel und dann ist alles prima. Yes, baby! Scheiße! Fast noch verbockt, aber ich hab's geschafft, hey! Meine Fresse, Rang 3, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das war eine feine Sache. Lebensunterhalt als Auszeichnung, sehr schön. Das vorne sieht natürlich nicht so schön aus. Da tut einem das Autofahrerherz ein bisschen weh. Aber hier 6000 Credits, das ist schon ordentlich für ein Rennen.
Affinitätsstufe. Neue Stufe erreicht. Whatever. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was das alles genau bedeutet, aber das ist doch drauf gepfiffen. Wir machen fortsetzen. Und jetzt, glaube ich, gehe ich mal wieder zurück zu meinem Shelby. Wo kann ich das Auto wechseln? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Muss ich mal gucken. Ich muss wahrscheinlich raus. Ja, ja, genau. Ja. Mein Liebling. Den nutzen wir jetzt nochmal. Und als nächstes kommen die American Muscle Cars Revival, glaube ich. Die mache ich dann als nächstes. Also die alten Muscle Cars. Wir kehren noch einmal zurück zum Circuit de Spa-Francorchamps, Heimstatt des großen Preises von Belgien. Mit den jetzigen Schwierigkeitsgrad-Einstellungen werde ich jetzt mal ein bisschen fahren. Das machen wir wie beim letzten Mal. Wenn es dann irgendwann zu leicht wird und ich jedes Rennen gewinnen sollte, dann gehen wir wieder ein bisschen weiter hoch. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen was am Schaden schrauben. Ach, das kann man so klein und fein und detailliert einstellen, die Schwierigkeitsgrad. Das ist echt cool. Da kann man sich eben... Da hat man keinen so großen Sprung drin irgendwie. Das ist echt cool gemacht. So. Da sind wir. Und jetzt wieder Cockpit. Und jetzt mache ich euch alle platt hier. Ja, das hat ein bisschen was von Stockcar, wenn der Herr Frenkel fährt. Hallo, was drückt mich da einer hinten weg, oder was? Irgend so ein blöder Pisser? Komm, aus der Bahn! Ich fahre ein bisschen aggro grad, kann das sein? Ja, was mut, dat mut, ne? Ja, 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 komm, komm, an den komme ich auch vorbei, los. Ah, jetzt muss ich der da reinzwängen. Hallo, nebeneinander fahren ist verboten auf dem Fahrrad. Weg. Holla. Ach, Mann, jetzt sei doch mal nicht im Weg hier. Du merkst doch, dass ich schneller bin. So, Kurve, 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 Kurve. Also das mit den Schäden werde ich irgendwann auf jeden Fall mit einstellen, damit ich ein bisschen gezwungen bin, nicht ganz so Harakiri-mäßig zu fahren. Was ich meinte, ist natürlich Kamikaze und nicht Harakiri, aber vergessen war das. So, meine lieben Freunde da vorne, mal schauen. Ach, Kacke, 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 Kacke. Ich darf nicht ganz so spät bremsen bei der Geschwindigkeit. Das ist nicht gesund, Herr Frenkel. Nee, komm nicht vorbei, komm nicht vorbei. Okay, also das ist jetzt wirklich um einiges schwieriger für mich. Ohne diese Bremsautomatik. Kacke. Scheiße. Also, da hat man manchmal wirklich das Gefühl, man fährt Seife.
So, zweite Runde kommt gleich. Das war ganz beschissen, Herr Frenkel. Ah ja, ja, jetzt ist es wieder passiert. Oh, fuck. Oh, Shitkram, ey. Ja. So, jetzt müssen wir wieder auf die Spur zurück. Ob ich das noch irgendwie retten kann? Ja, ist gut jetzt, Mann. Die blöden Penner, ey. Fahren mir dauernd rein. So, das habt ihr mal schön gesehen, ja, du. Siebter ist natürlich nix. Siebter ist für den Arsch. Also, das ist echt heftig. Da fehlt mir noch ein bisschen das Gefühl für die Geschwindigkeit. Und ja, dann muss man ja auch die Kurve noch gut treffen. Das wird noch ein längerer Lernakt für mich. Das war die Kackkurve, wo ich rausgeflogen bin, oder? So, weiter, weiter, weiter. Komm, gib mal ein bisschen Gas, Frenkel. Siebter ist scheiße. Jetzt habe ich einen Geschwindigkeitsüberschuss. Kann ich den nutzen? Jawohl. Und einmal über die Wiese. Und bums. Komm, eine noch. Komm, den einen noch da. Mach da mal Platz hier mit deinem blöden Mustang. Scheiße. Eine Chance noch. Und dann habe ich es total verschissen. Kacke. Total verschissen jetzt. Ja, also zu großes Risiko gegangen jetzt hier und dann rausgeschleudert. Und das heißt, ich werde durchgereicht auf Rang 8. Okay, das war jetzt nicht so der Brüller, ne? Aber das macht nichts, das machen wir einfach nochmal. Und dann machen wir das besser. Aber das hat schon gepasst. Vierter Platz hätte mir eh nicht gepasst. Also, volles Risiko gehen und dann halt zur Not verscheißen, das kann schon mal passieren. Komm, kein Problem! Bronze ist natürlich für den Arsch. Machen wir nochmal neu. Und das Auto sieht gar nicht gut aus. So, komm, mach mal ein bisschen weiter. Okay, wir machen das Ganze nochmal. Diesmal mit der Außenperspektive. Wie ich diesmal abschneide, werdet ihr jetzt allerdings nicht mehr erleben. Wir sind nämlich jetzt am Ende dieser Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ja. Wäre es toll, wenn ihr mir ein Like da lasst und dann auch das nächste Mal wieder zuguckt. Wenn ihr erfahrt, wie das Rennen hier ausgeht, ich sage jetzt schon mal ciao, ciao, bis demnächst. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren.